Und heute gibt's beim Kinderspielzeugkanal jede Menge Spielzeuge von Brio-Zügen. Also packen wir die wie immer nacheinander aus und vereinen sie anschließend zu einer riesigen Bahnanlage. Hier haben wir einen kleinen Lokschuppen und als nächstes Spielzeug wartet auf uns ein Kran mit Zubehörteilen wie einem Schild, einer Figur, einem Felsen und natürlich dem Kran selbst. Also zur Seite mit dem Kran und weiter zum nächsten Spielzeug, nämlich einen batteriebetriebenen Güterzug. Auch diesen nehmen wir aus der Verpackung und testen mal aus, ob der so funktioniert. Und so wie es aussieht, läuft das ganz gut. Also weiter zum nächsten Spielzeug, nämlich einem U-Bahn-Spielset mit zwei Waggons und einer Lokomotive. Außerdem haben wir noch eine Figur mit dabei, die wir hineinsetzen können. Als nächstes wartet auf uns eine riesige Brücke, die wir nachher perfekt für unsere Bahnanlage verwenden können. Also raus mit den Brückenteilen aus der Verpackung und weiter zum nächsten Spielzeug, nämlich einem kleinen Polizeiboot. Denn wir haben noch viele andere Spielzeuge von der Polizei heute mit dabei. Als nächstes haben wir hier hinten schon eine Polizeistation. Auch hier öffnen wir die Verpackung und nehmen diese heraus. Und wie wir sehen, sind auch hier Figuren und Fahrzeuge mit dabei. Und als nächstes und letztes Polizeiset haben wir einen Kran mit einem Goldwaggon. Im Inneren befinden sich Schienenteile, ein Bahnübergang und natürlich der Kran. Und als nächstes haben wir das erste Set der Feuerwehr mit einem Löschwaggon, einer Drehleiter und natürlich einer roten Lokomotive. Und als nächstes haben wir noch einen Helikopter der Feuerwehr mit einer Figur und coolem Zubehör. Also starten und zur Seite fliegen, denn jetzt geht's schon weiter mit dem nächsten Spielzeug, nämlich einer Waschanlage für die Lokomotiven später. Auch die nehmen wir zur Seite und machen weiter mit dem riesigen Feuerwehrset. Hier befinden sich jede Menge Schienenteile, Lokomotiven und eine kleine Feuerwehrstation mit dabei. Aber im nächsten Spielzeug wartet auf uns eine riesige Feuerwehrstation mit einem Landeplatz für den Helikopter später. Und als eines der letzten Sets haben wir noch die U-Bahn-Station mit einer Lokomotive, Straßenteilen und einem kleinen Tunnel. Und als vorletztes Spielzeug haben wir einen Busbahnhof. Diesen können wir später optimal mit dem riesigen Bahnhof kombinieren. Also raus mit dem Bahnhof und ab in die Bahnanlage. Denn bei dieser sind alle Spielzeuge, die wir gerade ausgepackt haben, kombiniert. Wie zum Beispiel dieser kleine Lokschuppen, den wir als erstes ausgepackt haben, mit unserem roten Güterzug, der jetzt abfährt zum Bahnhof. Denn am Bahnhof haben wir noch den Busbahnhof angeschlossen, bei dem wir gleich eine Figur aus dem Bus aussteigen lassen und ab zum Ticketautomaten. Und ihr habt's gehört, der gibt sogar Sounds von sich. Dann lassen wir die Lokomotive mal wieder starten und schauen uns an, was es noch so alles gibt. Hier haben wir die Waschanlage, die wir vorher ausgepackt haben. Um diese zu benutzen, müssen wir erst noch die Weiche umstellen und anschließend die Lokomotive in die Waschanlage fahren. Dann gibt es eine grüne und eine blaue Bürste, um die Lok sauber zu machen. Und als nächstes wartet schon der riesige Kran auf uns. Bei diesem müssen wir noch die vier Stützen ausfahren, damit uns dieser nicht umfällt. Dann den Kran ausfahren und den Tankbehälter aufnehmen. Danach schwenken, langsam ablassen und abkoppeln. Danach können wir zum Beispiel das andere Ladegut aufladen. Mit der Magnettechnologie ist das ganz einfach. Also Ladegut aufladen, Kran entfernen und weiter mit dem Zug. Aber so wie es aussieht, ist hier im Wald ein Feuer ausgebrochen. Höchste Zeit für unsere Feuerwehr für den Einsatz. Also die Figur die Rutsche herunterrutschen lassen, ab ins Feuerwehrauto, hineinsetzen
Sirene und Blaulicht starten und ab zum Einsatz. Über die Bahnschranke, ab zum Feuer. Natürlich brauchen wir auch noch Verstärkung. Also die Tore der zweiten Feuerwehrstation öffnen, Feuerwehrauto herausfahren, Deckel aufmachen, um die Figur hineinzusetzen und dann wieder Sirene und Blaulicht starten lassen und ab zum Einsatz. Und zu guter Letzt holen wir noch die Feuerwehrlokomotive. Jetzt kann's abgehen zum Einsatz. Also Drehleiter ausklappen und den Schlauch abwickeln. Dann ab mit der Figur auf die Drehleiter, den Schlauch in die Hand geben und das Löschen kann losgehen. Und um den Brand noch schneller zu löschen, noch das zweite Feuerwehrauto mitzunehmen. Also Schlauch wieder in die Hand geben und gemeinsam löschen. Und wenn auch das noch nicht genug ist, haben wir immer noch unseren Feuerwehrhelikopter. Also auch hier die Figur hineinsetzen, Cockpit schließen und Helikopter starten. Mit diesem müssen wir dann noch das Löschwasser aufnehmen und dann kann's ab zur Brandstelle. Danach das Löschwasser abwerfen und das Feuer wäre gelöscht. Die Feuerwehrleute können ihre Sachen zusammenpacken und wieder zurück zur Feuerwehrstation. Figur hineinsetzen, Deckel des Autos schließen und zurück zum Hauptquartier. Dann noch die Lokomotive zurückschieben und zu guter Letzt das Feuerwehrauto aus der kleinen Feuerwehrstation. Beine einklappen, hineinsetzen und Schlauch aufwickeln. Dann zurückfahren, die Tore öffnen, das Auto parken und die Tore schließen. Und dann kann's weitergehen zur Polizeistation, denn hier wartet schon die Lokomotive mit der Goldlieferung. Denn dieses Gold müssen wir mit dem Polizeikran abladen. Also Kran in Position bringen, nach unten kurbeln, mit dem Magneten das Gold aufnehmen und zur Seite schwenken. Dann langsam nach unten lassen und fertig. Aber so wie es aussieht, kommt hier ein Dieb an und klaut das Gold. Also höchste Zeit für einen Einsatz unserer Polizeistation. Den Polizisten mit dem Aufzug nach unten fahren und ab ins Polizeiauto. Beine einklappen, einsetzen, Deckel schließen und Sirene und Blaulicht starten. Ab auf die Schienen und den Dieb hinterher. Über die Bahnschranke, vorbei am brennenden Wald, unter der Brücke hindurch und so wie es aussieht, hätten wir unseren Dieb geschnappt. Jetzt ab mit ihm ins Polizeiauto und zurück zur Polizeistation. Im ersten Stock der Polizeistation verbirgt sich eine Gefängniszelle. In dieser können wir unseren Dieb perfekt unterbringen. Gleich davor im Wasser wartet noch unser Polizeiboot, welches wir vorher ausgepackt haben. Auch dieses verfügt über Licht- und Soundfunktionen. Dann fehlt uns jetzt nur noch die kleine U-Bahn-Station. Bei dieser können wir vorne das Tor öffnen und dann den Fahrgast mit dem Koffer hineingehen lassen. Hier hinten haben wir Bänke und ganz vorne die U-Bahn, in welcher wir die Figur und den Koffer verstauen können. Und dann kann die U-Bahn ab durch den Tunnel fahren. Zum Glück verfügt diese über Licht- und Soundfunktionen. Dann hätten wir uns jetzt alle Spielzeuge soweit angesehen. Von der Polizeistation und der Feuerwehrstation, über den Kran, die ganzen Bahnschranken, die Bahnanlage und den Bahnhof. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr diesem einen Daumen nach oben da lasst. Gerne könnt ihr den Kinderspielzeugkanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt. Auch andere Spielzeugvorschläge sind selbstverständlich erwünscht. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Kinderspielzeugkanal.